immer selbstkritisch hinterfragen, was man erzählt bekommt, weil wenn man das nicht tut, dann folgt man eben wie ein Schaf. Ich schaue jeden Tag Tagesschau sowie NPR und BBC an. Stark, Bruder, das ist auf jeden Fall, das sind die besten Quellen, die man sich angucken kann. So kann ich auch nur jedem hier im Chat empfehlen. Suche ein paar verschiedene Medienquellen zu bekommen. Und ja. Die offiziellen Quellen? Ja, so. Ich bin kein Querdenker. So, Digga, was? Querdenker? Verschwörungsbro. Geh mal weg jetzt, Alter, ich bin normal. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ja, Mann, Alter, wie geht's? Wir gucken uns ein neues Video an von Der friedvolle Krieger. Bist du wach? Fragezeichen. Ich mag auf seine Videos zu reagieren. Und ich will auch ein bisschen dafür sorgen, dass der Cousin ein bisschen mehr Reichweite kriegt. So. Vielleicht können wir da einen Einfluss da lassen. Checkt den auf jeden Fall ab. Lasst Daumen nach oben da. Abonniert seinen Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. I like that. In dieser Folge. Also das Vertrauen ist komplett weg. Ich trau unsere Medien nicht mehr. Und dass man die Medien natürlich nicht mehr so ganz ernst nehmen kann, das wissen wir eh schon seit Jahren. Und wir müssen uns die Medien vorstellen als ein Herrschaftsinstrument der herrschenden Klasse einfach. Aber jetzt, ich würde das ungern mit Corona jetzt in Verbindung bringen. So, da ziehen wir aber die Grenze, meine lieben Freunde, ja? Bei Corona müssen wir jetzt die Grenze, also ich würde das ungern damit in Verbindung, ich weiß noch nicht, um was es geht, Digga, aber das ist auf jeden Fall eine wilde Aussage. Auf die Szene bin ich jetzt schon am meisten gespannt, wenn ich das so sagen darf, Digga. So, Aluhüte bereitlegen, los geht's. Diesmal auch mit passender Musik, hahaha. Ich sag ehrlich, Bruder, in dem letzten Video, was wir uns reingezogen haben, wie hieß das nochmal? Free Palestine auf jeden Fall an der Stelle auch. Wo es um die Corona-Thematik geht, Musik auch viel besser. Ich glaube, der hat sich unsere Reactions reingezogen. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher. Gänsehaut, Digi. Also heute bin ich sehr gespannt auf die Antworten, denn ich habe mir was Besonderes überlegt. Die Menschen, die wir gleich treffen, sind der Meinung, dass Regierung und Medien uns anlügen. Und wie jetzt, was? Nein! Diese Menschen gehen deswegen auf die Straße demonstrieren, für ihre Realität, und werden dafür vom System aufs Übelste denunziert. Ja, die Menschen sind also wach und erkennen, dass unsere Elite uns von vorne bis hinten verarscht, aber... Wie wach sind die Aufgewachten denn wirklich? Das... Wie wach sind die Aufgewachten denn wirklich, Digga? Gute Frage, Digga. Gute Frage, Alter. Finden wir jetzt heraus. Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich euch eine kurze Frage einmal stellen? Bro, das war aber ein crazy Lachen hier. Der Bruder, der ist ein bisschen so wie der Joker, Digga. Der ist ein bisschen crazy so, ne? Aber ich fühl das, Bro. So ein Charakter. Der ist schon ein Charakter, der Cousin. Verarscht. Aber... Wie wach sind die Aufgewachten denn wirklich? Das finden wir jetzt heraus. Einen Wunder. Tag, darf ich euch. Bruder. Das finden wir jetzt heraus. Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich euch eine kurze Frage einmal stellen? Ja. Ich habe heute eine Frage über euer Weltbild. Haut's, Jungs, innen, na Mann? Über die Politik und über die Medien denkt, nachdem ihr jetzt quasi gesehen habt, dass sie bei dem Gaza-Konflikt Lügen bis zum geht nicht mehr uns einen Genozid verkaufen als Selbstverteidigung. Also was hat Gaza mit eurem Weltbild gemacht? Wie denkt ihr? Die sehen mir ein bisschen wie Wokies aus, ne? Medien und die Politik. Also das Vertrauen ist komplett weg. Ich trau unsere Medien nicht mehr und ich traue auch keinen Bericht mehr. Und ich google, glaube ich, alles zweimal, dreimal, viermal nach, bevor ich wirklich irgendwie irgendwas glaube. Also das Vertrauen ist komplett missbraucht, ja. Wie es mir gegangen ist und wie es Millionen andere irgendwie in der Welt gegangen ist, ist, dass sie nicht nur das Massaker in Gaza irgendwie mit Grauen sich angesehen haben, sondern auch einfach die komplette Heuchelei und dass das wirklich entblößt, wie kaputt unsere jetzige Politik in Wirklichkeit ist. Und ich finde, man merkt halt in dem Konflikt ganz... Nee, das ist nicht in Berlin, das ist in Österreich. Hörst du nicht am Slang? Dass unsere westlichen Medien jetzt schon eine verzerrte Darstellung der Realität eben darstellen. Also man... So, das ist gut halt. Immer mehr Leute, egal, also bei allen Dingen, die auf der Welt passieren, merken immer mehr Leute, dass sie falsch informiert werden. Und das ist eine positive Entwicklung. Deswegen sagt
kann man ja auch eigentlich sagen, unterm Strich, dass auch negative Ereignisse, das kann man natürlich nicht rechtfertigen und so, ne, aber auch negative Ereignisse sorgen dafür, dass Menschen bewusster und wacher werden. Also auch mit allen schlimmen Dingen kann auch was Gutes passieren oder man kann eine Perspektive auf jeden Fall annehmen, eine Perspektive annehmen, wo man sagt, das hat aber auch was gebracht, weißt du? Was das natürlich nicht rechtfertigt. Immer selbstkritisch hinterfragen, was man erzählt bekommt, weil wenn man das nicht tut, dann folgt man eben wie ein Schaf und dann wird es halt wirklich gefährlich. Und für mich ist es schockierend, dass keiner was tut, beziehungsweise Menschen sagen, ich kann mir keine Meinung bilden oder ich kann mich auf keiner Seite stellen. Wie kannst du dir... Weil die das nicht mitbekommen, ihr bekommt... Was hat er mit dem Bild gemacht, Digga? Der hat das Bild immer so verzerrt, ne? Deswegen denkt die auch dann so darüber, aber die bekommen es ja nicht mit, wenn die es mitbekommen würden. Macht er das extra, Digi? Genauso denken. Die Videos und diese Sachen sind frei zugänglich für jeden Einzelnen. Iron Palestine und viele weitere. Gucken die doch nicht nach. Warum informiert man sich nicht darüber? Weil das sind ja Verschwörungsseiten, das ist von der Hamas. Antisemitisch. So. Von Antisemiten. So. Ganz klar. Das ist doch die falsche Seite. Furchtbar. Es ist schrecklich. Das ist Gehirnwäsche kommt mir vor. Aber. Und jetzt halt einfach ist das sehr offensichtlich geworden. Und die Menschen sehen das und stehen auf. Und das ist ziemlich gut, aber es ist zu langsam. Ich war davor schon exakt gleich enttäuscht, um ehrlich zu sein. Also für mich war es keine Überraschung, sagen wir so. Ja, es hat sich gar nicht verändert. Es hat sich einfach bestätigt. Das hat sich einfach bestätigt oder es hat sich gar nicht verändert? Wir müssen uns die Medien vorstellen als ein Herrschaftsinstrument der herrschenden Klasse einfach. Das heißt, es wird natürlich bewusst irgendwie so argumentiert, wie es den herrschenden Kram passt. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass die Menschen, die gerade lügen, also der Kanzler und der Minister und der Präsident und der Außenminister, haben die bei anderen Themen wie Corona oder Ukraine. Also kann man denen denn vertrauen, dass sie dort die Wahrheit gesagt haben? Weil viele waren da ja noch am Schlafen gewesen und das waren auch dann die Querdenker und die bösen Rechten und die Nazis gewesen. Aber der wohnt ja... Der sieht lustig aus, ja, fühle ich. Schon von so Einstein-mäßig, so verzauste Haare, die Brille und so. Medien und die Systeme schon, diese Menschen, die aufgestanden sind, sehr abgewertet. Wie denkst du jetzt denn darüber? Ja. Der hat da witzige Leute dabei, ne? Naja, was die Ukraine angeht, da ist der Westen halt einfach auf einer Linie. Im Ukraine-Konflikt ist auch die Darstellung der Realität sehr verzerrt. Ich glaube, das ist der Bruder, der dann jetzt am Ende dann noch sagt, so, ja, aber bei Corona, das würde ich jetzt ungern damit rein. Natürlich war, dass hier die Medien und die Politik eine Nebelwand errichten, um irgendwie über tatsächlichen Interessen hinwegzutäuschen. Ich glaube, man muss verstehen, dass Medien eigentlich immer relativ so berichten, dass es den Interessen der Herrschenden irgendwie dient. Und in der Ukraine ist das relativ einfach, weil man möchte irgendwie die Interessen der NATO und generell dem westlichen Machtblock dienen. Es wäre witzigerweise, also traurigerweise, genauso möglich gewesen, die Geschichte komplett anders zu framen. Es wäre möglich gewesen, die Story so zu framen, dass Russland zu framen einen Krieg gegen Faschismus führt, der notwendig ist in der Ukraine. Ja. Ist ja klar, weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch, das muss halt den Leuten bewusst sein, ne? Dass die Medien ja mittlerweile nicht mehr wirklich frei berichten. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade auch öffentlich-rechtliche Medien damals vielleicht mal sogar echt dafür da waren, die Politik zu hinterfragen und Menschen zu informieren. Informationsquellen für Menschen, damit wir uns ein Bild machen können. Aber das ist halt schon lange nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist das ein Instrument, was genutzt wird von den Regierungen, um die Bevölkerung zu steuern, beziehungsweise denen ein gewisses Narrativ einzutrichtern, dem die dann folgen sollen. So. Und das wurde an vielen Stellen schon bewiesen, deswegen... Russen anmarschiert sind und sie haben gesagt, die Nazis, das ist ja russische Bevölkerung in der Ukraine, ne? Genau, Donbass. Und die Nazis, das ist die Azov, heißen sie? Ja, genau. Ja, die haben Hakenkreuz in ihrem Hauptquartier und so Art SS-Runnen. Und die haben die Russen, also im Ostdelta, im russischen Gebiet der Ukraine, haben sie gefangen genommen, eingesperrt, gefoltert. Und ich habe selber gesehen im Internet. Über 20.000! Ich habe dann gesehen, dass sie. Der friedvolle Krieger, Bruder, ey. Der schreit ihn einfach an von Seite, Bruder. Sorry, der macht gerade Real Talk, weißt du, wie ich meine, aber. Und ich habe selber gesehen im Internet. Über 20.000!
Bro, ich küsse dein Herz, Digga. Ich hab dann gesehen, dass sie welche erschossen haben. Der Putin hat damals gesagt, weil er mit den aufmarschiert ist, wenn sie die russische Bevölkerung nicht in Ruhe lassen, dann wird er einmarschieren. Und das hat er gemacht. Ja, das ist so, aber halt, weil die Medien so konsequent. Ich glaube, da ist was dran, was der alte Herr erzählt hat eben, ne? Habe ich so schon mal gehört, auf jeden Fall. Ich bin da jetzt nicht mies in der Recherche drin. Ich kann es nicht bestätigen, hundertprozentig, aber ich glaube, da ist schon was dran. Das auf die andere Richtung spülen, machen sie es halt, ja, also funktioniert das halt so. Und das heißt also, es ist möglich durch die Miet. Der Ding, das Ding beim friedvollen Krieger ist, der ist halt voll Dings. Wie sagt man? Mitteilungsbedürftig, Bro. Weißt du, wie ich meine? So, der muss immer. Aber ich finde, das macht ihn auch irgendwo ein bisschen aus. Weißt du? Während die reden und dann redet er und dann gibt er richtig so Gas. Weißt du? Der schreit die richtig an teilweise, Bro. Ein Framing zu machen, dass wir jetzt sagen könnten, wir müssen Palästina, die brauchen Panzer, die brauchen Waffen. Auf einmal sagen alle Österreicher, wir brauchen Waffen für Palästina. Alle sagen so, ja genau, das wäre auch möglich. Die Leute sind immer voll so Ding, auch ein bisschen überfordert, habe ich das Gefühl, wenn der manchmal so rumschreit. Aber wie gesagt, das gehört zu seinem Charakter dazu. Ja, ist auf jeden Fall, es ist relativ viel möglich. Also, was die Medien für Macht haben, ist gewaltig. Man muss aber, glaube ich, auch verstehen, dass die Medien nicht losgelöst von unseren Herrschenden insgesamt arbeiten. Also die sind ja stark verwoben mit dem Kapital insgesamt. Aber das ist der grundlegende Klassenwiderspruch, den wir in unserer Gesellschaft sehen. Und zwar, dass die Herrschenden uns anliegen müssen, um uns weiter unterdrücken zu können, um uns weiter ausbeuten zu können. Und das war im Kapitalismus niemals anders, würde ich sagen. Absolut. Es geht natürlich nicht um irgendwie Verteidigung von westlichen Werten oder so, sondern einfach um einen Konflikt um Ressourcen, um die Neuaufteilung der Welt quasi. Bei der Corona-Politik, da haben ja die Medien und die Regierung auch auf einer Linie gestanden. Und da war auch eine Wahrheit gewesen. Die wurde durchgesetzt. Ja. Hast du auch das geglaubt? Ich würde das ungern mit Corona jetzt in Verbindung bringen. Ja. Da reicht's aber jetzt, Digga. Ukraine war eben noch okay, aber Bro. Gestanden. Und da war auch eine Wahrheit gewesen. Die wurde durchgesetzt. Ja. Hast du auch das geglaubt? Ich würde das ungern mit Corona jetzt in Verbindung bringen. Ja. Weißt du? Wir müssen leider zurückgehen. Ja, wir müssen gehen. Wir müssen los gerade. Ne? So. Weil jetzt, ja. Das kommt mir schon ein bisschen, also, Bro. Du bist doch irgendein so rechtsmystischer Verschwörungsmäßig. Punkrock hören, Nazis stören. Guck, siehst du die Tasche? Corona, Digi? Müssen wir los, Digga. Wir sind raus. Schönen Tag, danke euch, ja. Ich würde die beiden Dinge jetzt stark oder klar trennen. Also zumindest meine Meinung zu Corona ist jetzt eher, finde ich, konform mit dem, was in der Zeitung geschrieben steht. Ich muss sagen. Das ist halt krass, ne? Der Cousin sagt, wir werden komplett falsch informiert, was Palästina-Israel angeht, was Ukraine und Russland angeht, aber bei Corona sage ich schon, da bin ich 100% der Meinung von der Zeitung. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, Digga, oder? Hat der nicht voll den Real Talk rausgehauen, von wegen, ja, die informieren uns nicht mehr richtig und so generell? Dass unsere westlichen Medien jetzt schon eine verzerrte Darstellung der Realität eben darstellen. Okay. Am Anfang sehr schon, muss ich sagen. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das war so ein Gemeinschaftsinteresse. Aber irgendwann ist man zum Punkt gekommen, wo man das schon ein bisschen angezweifelt hat, ob die Maßnahmen in dem Sinne überhaupt das bewirkt haben, was sie versprochen haben. Oder ob es nicht auch wieder letztendlich um Profitinteressen gegangen ist. Also die gleichen, die gerade sagen, es gibt kein Genozid, sind damals die gewesen, die gesagt haben, es gibt eine Pandemie, wir müssen uns ab 8 Uhr abends zu Hause einsperren. Das sind genau die gleichen und wir können jetzt sehen, wie. Nein! Was schreist du ihn so an? Lass sie doch mal reden jetzt. Und damals konnten wir aber auch nicht vertrauen. Naja, es sind die gleichen Politiker und es ist ja keine bewusste Lüge, sage ich, es ist eine verzerrte Darstellung. Und es sind unterschiedliche Themen. Sicher nicht. Na, also Corona ist gelaufen jetzt. Ich habe mich auch dreimal impfen lassen. Wenn ich das Wissen vorher gehabt hätte, hätte ich mich nicht impfen lassen. Aber mir war es zu blöd, dass du jetzt mal einen Test. Stabil, der Opa ist stabil. Machen musst, wenn du zum Friseur gehst oder wenn du wohin gehst. Digga, hättest du den Jungs einfach mal die RKI-Dokumente kurz vorgezeigt, Bro? So, hier, Bruder. Bewusst gelogen. Was sagst du denn dazu jetzt?
Ja, aber das ist trotzdem so, wie die Zeitung gesagt hat, weil bei dem Thema das ist ja was anderes. So. Den triffst, ja. Richtig, und da habe ich mich impfen lassen, ja. Natürlich das mit dem Impfzwang und was das alles war und die ganzen... Bro, ich hätte jetzt mal, mich hätte interessiert, was die beiden anderen Jungs innen da noch erzählen. Demonstrationen, die verboten worden sind, das ist nicht okay. Und dass man die Medien natürlich nicht mehr so ganz ernst nehmen kann, das wissen wir eh schon seit Jahren. Und ich glaube, dass viele Leute auf diesen Corona-Demos einen richtigen Gedanken hatten, und zwar, dass sie diesen Herrscher nicht vertrauen können. Aber das bedeutet nicht, dass wir die gesamte Kultur, die wir uns irgendwie angeeignet haben über die letzten 100 Jahre, ebenfalls über Bord werfen müssen, sondern wir müssen uns bei jeder Frage... Wer hat denn jetzt über Kultur geredet gerade? Konkret fragen, ist das irgendwie richtig oder ist das irgendwie die Wahrheit? Oder? Warte mal kurz, Digga, was sagt der? Und ich glaube, dass viele Leute auf diesen Corona-Demos einen richtigen Gedanken hatten, und zwar, dass sie diesen Herrscher nicht vertrauen können. Aber das bedeutet nicht, dass wir die gesamte Kultur, die wir uns irgendwie angeeignet haben über die letzten 100 Jahre, ebenfalls über... Es geht ja gar nicht um Kultur, es geht um Politik hier, Majuzza. ...werfen müssen, sondern wir müssen uns bei jeder Frage wieder konkret fragen, ist das irgendwie richtig oder ist das irgendwie die Wahrheit oder ist das irgendwie falsch, oder? Ja, aber jetzt bist du ja enttäuscht. Also du bist enttäuscht und glaubst nicht mehr an Politik und an die Medien. Aber damals warst du noch getäuscht gewesen und hast Politik und Medien ja vertraut bei Corona oder Ukraine. Man muss auch ganz klar sagen, mal ist auch Verständnis am Start von meiner Seite. Die Menschen sind immer noch ein bisschen verwirrt so, weil es ist ja auch erstmal nicht einfach zu verstehen, dass wir auf so vielen Ebenen angelogen werden, weißt du? Und man will natürlich immer noch ein bisschen festhalten an dem Weltbild und sagen, ey, Digga, vielleicht war es doch gar nicht so schlimm und so, passt schon und so, bla bla bla, weißt du? Das muss man schon mit einrechnen, dass viele Leute da gerne dran festhalten wollen, weil es sonst halt auch, ja, das ist halt auch schon, ist ein bisschen, dann tut dann weh, weißt du? Ich meine, da bricht dann so ein bisschen die Welt zusammen so. Ja, yeah. Aber das sind ja genau die... Der ist witzig, Digga, der hier, ne? Ja, mag sein. Hä, der hat bis jetzt im Video noch gar nichts gesagt, der hat den gar nicht reden lassen. Oder? Journalisten und ich unterstelle ihnen auch keine Böswilligkeit und keine böse Agenda. Ich finde, es ist einfach unsere westliche Einflusssphäre, Einfluss von den USA auch. Ich schaue jeden Tag Tagesschau sowie NPR und BBC an. So. Stark, Bruder. Das ist auf jeden Fall, das sind die besten Quellen, die man sich angucken kann. So kann ich auch nur jedem hier im Chat empfehlen. NBC Tagesschau, da bist du auf jeden Fall gut informiert, was Weltgeschehen angeht, weißt du? So ein paar verschiedene Medienquellen zu bekommen. Und Ja. Die offiziellen Quellen. Ja. So, ich bin kein Querdenker. So, Digga, was? Querdenker? Verschwörungsbro. Geh mal weg jetzt, Alter. Ich bin normal. Würmer im Kopf. Aber jetzt bist du ja auch ein Schwurbler. Was hat er gesagt? Der ist normal im Kopf. Zu bekommen. Und das sind ja alles die offiziellen Quellen. Ja. So, ich bin kein Querdenker. Ich hab keine Würmer im Kopf. Der hat keine Würmer im Kopf, der Jutzte. So, wisst ihr Bescheid, ne? Alle Querdenker hier im Chat mit Würmern im Kopf. Hört auf rumzuschwurbeln. Zurück in die Normalität. Ab morgen nur noch Tagesschau und NBC. Ein Schwurbler. Nein, das würde ich so nicht sagen. Also, du bist ja auch jetzt ein Antisemit. Nein. Holocaust-Leugner. Du bist ja hier, deswegen bist du ein Querdenker. Also hier sind ja alles gerade Querdenker. Oh ja. Weil die Gegend den Schrumpf... Bruder, mich will... Was machen diese ganzen Wokis da eigentlich, Alter? Das ist ja krass, Digga. Ja. Aber ich finde, der könnte Comedy machen, sag ich dir so, wie es ist, ne? Jetzt mal unabhängig von seinen Aussagen und von dem Dings hier, was seine Meinung ist, so. Der ist witzig. Der hat was. Hier, deswegen bist du ein Querdenker. Also hier sind ja alles gerade quer. Allein wie der sein Kaugummi kaut, wie der aussieht mit der Mütze und so. Der könnte Comedian sein, verspreche ich dir. Oh ja, weil die Gegend sind... Der muss nicht mal reden und ich lach mich tot, Bruder. Ich lach ihn nicht aus oder so, ich lach mich tot, Bro. Umschwimmen. Also jeder, der hier ist, ist ja ein Querdenker, der beschimpft wird als Antisemit, als Hamas-Anhänger. Ja, ich bin auf die Seite von Gerechtigkeit. Ich höre, dass keiner Leute stirbt. Du bist ein Querdenker. Ja, kommt darauf, was quer ist oder wer das denkt, aber ja, yeah, it's tricky. Nee, it's tricky. Bruder, der ist sympathisch, ja. Ob die Süddeutsche Zeitung, ich lese Standard, Presse, ja. Und dort steht drin, dass Corona ein gefälschtes Killer-Virus gewesen ist, wo nun die Impfung bei retten kann und dass bei Ukraine die Russen der Aggressor sind, der einen Atomkrieg wollten, dass bei Israel...
Selbstverteidigung machen. Also bei jedem Thema quasi verzerren die die Realität und lügen. In Bezug auf die... Das Ding ist, der macht eigentlich Straßen... Bro, sorry, dass ich so viel lache, aber ich finde seine Videos auch immer echt unterhaltend. So. Der macht so Straßeninterviews, Digga, und will die Leute befragen und der alte Mann versucht die ganze Zeit was zu sagen. Hört mal im Hintergrund und der schreit ihn einfach an. Ja. Und dort steht drin, dass Corona ein gefälschtes Killervirus gewesen ist, wo nun die Impfung bei retten kann und dass bei Ukraine die Russen der Aggressor sind, der einen Atomkrieg wollen, dass bei Israel die Selbstverteidigung machen. Jedem Thema quasi verzerren die Realität und lügen. In Bezug auf die Corona-Frage ist, glaube ich, der Main-Punkt halt so, dass eine Pandemie war, die real extrem gefährlich war und die Herrschenden in Wirklichkeit die Leute weiter in die Arbeit geschickt haben, weiter in Wirklichkeit als Schlachtvieh sozusagen arbeiten haben lassen. Aber diejenigen, die gesagt haben, es gäbe eine Pandemie, das sind ja die gleichen Leute, die gleichen Medien, die gerade lügen und bei Ukraine lügen, haben auch damals gesagt, dass es ein Killer-Virus gibt, was uns alle töten wird. Aber das gab es ja nie. Das wüssten inzwischen, das gab's ja nie. Okay. Immer mehr Menschen misstrauen unsere Zeitungen, den staatlichen Rundfunkanstalten, generell unsere herrschende Klasse. Und damit kommen sie der Realität im Bewusstsein ein Stück näher. Und dabei ist es vollkommen egal, bei welchem Ereignis du schockartig aufgeweckt wurdest. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du dein gesamtes Weltbild überprüfen musst. Es ist doch schon erstaunlich, oder nicht? Also, seit Jahren gehst du auf Klimademos und hier bist du gern gesehen. Und du gehst auch auf LGBTQ-Demos. Auch hier bist du ein gern gesehener Gast. Und natürlich... Ja, so ein paar Jungs innen aus dem Video kamen mir so vor, als ob die gerne auch auf den Demos mal unterwegs waren, ne? Auf den Ukraine-Demos. Hier hat das politische System dich gerne da. Und natürlich... Vielleicht sind es auch einfach nur Leute, die auf Demos gehen. Egal was für Thema. Den Demos gegen rechts nicht zu vergessen. Auch hier will das System dich haben. Aber auf einmal wirst du von dem gleichen Staatsapparat, weil du auf Gaza-Demo gehst. Wundert mich aber, dass ihr... Anstatt hofiert, wie sonst, beleidigt bis zum geht nicht mehr. Das macht doch keinen Sinn. Ist so. Und da merkst du, wo der Gratis-Mut auf einmal endet und wie es ist, gegen den Strom zu schwimmen. Also, willkommen bei den Querdenkern. Mit wem redet der hier? Der packt da alles rein, ne, in die Videos, Digga. Man merkt es richtig, guck mal, wie der loslässt danach. Der ist richtig exhausted, Diggi. Aber der packt auf jeden Fall seine Herz und seine Seele da so rein in die Themen. So, das merkst du schon. Free Palestine, ich küsse eure Zirbeldrüse. Starkes Video, ey. Hat mich geprägt, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich find's auch cool, dass man halt auch bei diesen ernsten Themen dann vielleicht auch noch ein bisschen dabei lachen kann. Und das ein bisschen mit Humor, also das ist jetzt schwer, solche Themen mit Humor zu nehmen. So, ich bin natürlich auch jemand, der das emotional auch mitnimmt und der auch Empathie hat, so für die Menschen, die gerade auf der ganzen Welt sterben müssen, wegen politischen Entscheidungen, die getroffen werden, unabhängig davon, was Menschen eigentlich wollen. Und deswegen ist das eine traurige Geschichte. Nichtsdestotrotz darf man sein Lachen nicht verlieren. Und der friedvolle Krieger hat uns geschafft, diese Message zu verbreiten und trotzdem auch ein bisschen zum Lachen zu bringen hier und da. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Damit macht man darauf aufmerksam. Und wir versuchen das natürlich weiterzutragen. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt was in die Kommentare rein. Folgt dem Cousin. Und ja, Mann, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Der Bruder ist so sympathisch, der ist halt real, weißt du? Der ist halt real, das merkst du. Das ist ein realer Dude und diese Echtheit, selbst wenn der manchmal für mich persönlich, ich denke immer, boah, Digga, der ist ein drüber oder so, weißt du, aber wir sind ja alle anders. Und deswegen, ich find's immer geil, wenn Leute authentisch sind. Ich bin ja auch komisch. Wenn Leute sich mich reinziehen, die denken sich auch, was ist mit dem los? Weißt du? Gibt's ja auch viele Leute. Und das ist geil. Ich mag komische Menschen. Weil ich glaube, wir sind eigentlich alle komisch, nur die meisten trauen sich nicht, die Komischheit auch nach außen zu tragen. Komisch heitet out, man, Alter.